Ja, hallo. Ich habe mal eine ganz andere Einstellung mit meinem Video hier gerade ausprobiert oder probiere das aus, die ich auch im Podcast nehmen werde. Und das hier, was ich euch jetzt zeige, wird ein kleiner Trailer. Ich bin die Tina und ich habe eine Idee und die macht mir gerade richtig Spaß und deswegen möchte ich euch jetzt davon erzählen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, aus meinen Fasermischungen oder aus besonderen Fasermischungen gerne herzustellen und dann daraus Oberteile zu stricken. Im Moment bin ich gerade so in deinem Kleidermode und da fange ich also mit Kleidern an. Es kann aber auch sein, dass ich da mal ein Oberteil, also ein Pullover stricke oder irgend sowas. Also auf alle Fälle sollen es Oberteile werden und ich möchte halt auch ein bisschen mehr das Handgesponnene wieder in den Vordergrund bringen. Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Industriegarne und oder handgefärbte normale Garne gestrickt. Und jetzt möchte ich so aufs Handgesponnene wieder zurückgehen. Und ich habe vor, da so kleine Videoreihen zu drehen zu jeweils diesem einen Projekt von mir. Und die wird es dann bei YouTube zu sehen geben in der Playlist. In der Playlist werde ich für jedes Projekt ein eigenes Thema anlegen. Das könnt ihr dann in der Playlist sehen. Und da kommen die ganzen Videos rein, die ich in Folge dazu veröffentliche. Das hier wird der Trailer zum ersten Video und auch der Trailer dazu, wo ich erkläre, wie ich das überhaupt geplant habe. Ich habe eine Revelry-Gruppe, die heißt Elfenwolle, und in dieser Gruppe stricken wir jetzt zusammen schon handgesponnene Socken. Und ich habe einen Thread angelegt für handgesponnene Oberteile. Einige von euch haben ja schon aus handgesponnenen Garn Oberteile gestrickt. Und ich hoffe, dass da einige von euch mit einsteigen. Ihr müsst natürlich nicht aus meiner Wolle dann stricken. Ihr könnt da eure selbst eigene Handgesponnen nehmen oder von anderen Färbern oder ihr macht einfarbige, wie ihr das möchtet. Ich habe heute auch handgesponnenes an hier. Das ist mein Arboreal Sweater von Jennifer Steingass und den habe ich auch komplett mit handgesponnen gestrickt. Also auch dieses Colorwork kann man, wenn man einfarbig spinnt, das ist hier Grey Suffolk Faser und das hier habe ich von Hilltop Cloud in Wales gekauft, was ich hier eingearbeitet habe als Colorwork und habe es dann versponnen. Ja, aber jetzt zurück zu diesem Projekt. Ich starte als erstes mit dem, habe ich mir vorgenommen, mit dem Galadriel Hooded Dress. Das ist eine Anleitung von Nicolor. Die will ich stricken und die ist in diesem Buch. Das habe ich mir extra bestellt dafür. Und das ist ein Kleid. Da kann ich euch jetzt nur ein Teil davon zeigen, weil ich euch ja nicht komplett die Anleitung, also nur hier oben mit der Kapuze. Aber wenn ihr da bei Revelry guckt, seht ihr wunderbare Bilder. Von mir ja noch nicht, weil ich habe ja erst angefangen. Ja. Und ich möchte euch in in der Videoreihe, dann werden wir praktisch von der Faser zum Kleid gehen oder beziehungsweise zusammen. Und wenn ihr mitstricken wollt, ihr könnt gerne auch dieses Projekt mitstricken, ihr könnt ein anderes mitstricken, ihr könnt spinnen, mitstricken, wie ihr wollt. Das können wir alles in der Revelry-Gruppe dann machen, in dem Thread der handgesponnenen Oberteile. Da können wir uns auch über die Garne und über die Fasern und so austauschen. Ich habe mir vorgenommen, aus meinen Fasermischungen das zu machen, die ich auch im Shop habe. Und dazu wird es dann im Shop auch vermehrt diese Fasermischung geben. So, ich habe jetzt mir diese ausgesucht. Das ist meine Färbung Loverstone. Die habe ich auch schon im Shop gehabt und die kommt auch wieder im Shop, aber die wird nie gleich sein, weil das ist so eine Art Rainbow und die Mischung kriege ich nie exakt gleich hin. Ich werde natürlich auch andere Färbungen darauf machen, meistens die changierenden. Und es gibt ja einige von meinen Färbungen, die man durchaus zu Oberteilen verstricken kann. Also erst spinnen und dann stricken. Ja, und ich freue mich halt darauf, richtig dolle. Und ich zeige euch jetzt als nächstes, wie ich die Kammzüge teile. Das wird so, so baue ich die Videos immer auf. Ich zeige euch, wie ich das teile und wie ich das wie verspinne. Und danach kommt das Garn, das fertige Garn und dann das Stricken. Und deswegen wird das auch ein längeres Projekt werden. Und wenn ich da mal ein Doppelprojekt zu laufen habe, dann wird es auch mehrere Videos davon geben. Aber ich finde das toll, ich will das gerne mit euch teilen und ich hoffe, das interessiert euch dann auch.
Und für jemand, der mein großes Projekt stricken will, ist es vielleicht auch interessant, wie ich das geteilt habe und was am Ende für ein Garn rausgekommen ist. Bei welcher Zwirnung und so weiter. Aber da erzähle ich euch dann in den Videos mehr. Das war jetzt nochmal so meine Einführung für mein erstes Projekt. Und ihr findet es dann, wenn ich mehrere Videos oben habe, in der Playlist. Und da ist es dann unter diesem Projekt auch gelistet. Ja. Ja, das war's für den Anfang und dann viel Spaß mit den Videos. Jetzt habe ich für euch mal hier meinen Kammzug auseinandergenommen. Da seht ihr ihn. Und jetzt will ich ihn teilen für mein Kleid spinnen. Ihr seht ja hier oben, das sind die beiden, die liegen hier so zusammen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier noch gut sehen kann, weil das die Sonne hier so reinscheint. Und hier liegen die Farben immer ziemlich nebeneinander. Und das will ich ja nicht, dass dann hier so eine Streifen entstehen. Und deswegen werde ich den jetzt auseinanderrupfen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mir erstmal hier die Hälfte mache. Der ist ziemlich lang. Hier ist jetzt meine Mitte. Und ich rupfe den jetzt erstmal hier auseinander. Dann habe ich zwei Hälften. Und ich könnte jetzt, wenn ich einen Farbverlauf zum Beispiel haben würde, mir immer die einzelnen Farben hier so abteilen. Die hier und die und alle auf Häufchen legen und diese Häufchen dann immer nacheinander verspinnen. Also erst immer die eine Farbe von allen Kammzügen, dann die zweite Farbe und so weiter. Aber das will ich ja jetzt nicht. Ich will ja, dass das sich schön durchmischt. Und ich habe jetzt hier die Hälfte und dass ich aus dem Kammzug raus spinnen kann und das so durchmischt wird, kann ich mir jetzt zum Beispiel hier kleine Streifen abteilen. Und die spinne ich dann. Jetzt muss ich hier den mal nach unten machen, sonst ich muss das mal hier hinten teilen. Der muss lang hängen dafür. Da habe ich mir jetzt so einen Streifen gemacht und den spinne ich jetzt erstmal weg. Und danach habe ich noch den Rest vom Kammzug, von der Hälfte, also ich rede ja hier nur von der Hälfte. Erstmal, ups, so. Und den teile ich mir dann, mache ich nicht noch einen Streifen, sondern den teile ich mir dann so, dass ich hier so kleine Nester abmache und da mache ich noch eins und die kann ich mir eventuell auch noch mal teilen, so dass ich das wirklich durcheinander gewurschtelt kriege. So, die teile ich auch wieder mindestens zweimal. Ich kann es mir sogar noch kleiner teilen. Hier ist das nächste, was ich jetzt so teile und die spinne ich auch ganz durcheinander dann weg. Also erstmal eins davon, dann eins davon und so spinne ich das hintereinander weg und teile mir die, dann nehme ich jetzt hier eins ein kürzeres, das teile ich auch noch zweimal, so dass ich ganz kleine Streifen hier immer kriege und möglichst eine gute Durchmischung zu haben. Jetzt habe ich noch das. Das teile ich hier auch noch. Da habe ich jetzt hier dieses Stück. Da mache ich wieder, teile ich wieder in drei Teile. Und das letzte Stück hier noch, teile ich auch nochmal in drei Teile. So, halt, bleib hier. So, das habe ich jetzt geteilt. Das ist jetzt die erste Hälfte. Die zweite Hälfte habe ich hier, da mache ich das genauso. Teile mir einen Streifen ab und spinne den dünn und dann teile ich mir den Rest in lauter kleine einzelne Nester. Und dann schauen wir mal, was am Ende für ein Garn rauskommt. Jetzt kommt der zweite Teil vom Kammzugabenteuer für mein Kleid. Ich habe ja den ersten Kammzug, den ich mir gegriffen habe,
Den habe ich geteilt in der Hälfte und das hier ist die zweite Hälfte. Die erste Hälfte habe ich ja schon versponnen, das zeige ich euch gleich. Und die Methode, die ich hier mache, die habe ich vorher noch nicht gemacht. Also das ist jetzt neu, das entwickle ich jetzt mal so mit euch hier im Laufe des Verfahrens. Hier habe ich mir jetzt einen Zettel reingemacht mit einer kleinen 1 drauf, damit ich sehe, dass das mein erster Kammzug ist, weil ich das ja dann noch weiter teilen will. Den zweiten Kammzug habe ich mir hier schon gegriffen und da habe ich beschlossen, den in 3 Teile zu teilen. Ich muss den also hier so legen, dass der in 3 Teile liegt. So hier, damit ich den auch in 3 Teile teilen kann. Jetzt zeige ich euch aber erstmal, wie die erste Hälfte aussieht. Dazu muss ich mal meine Hansi rüberholen. Super vorbereitet. So, da seht ihr es. Das habe ich gestern Abend versponnen. Das ist jetzt die erste Hälfte vom ersten Kammzug. Und damit sich das schön mischt, nehme ich das runter. Also die Spule ist jetzt schon gut gefüllt. Ich habe es auch versucht so zu spinnen, dass ich es eventuell dreifach zwirnen kann, aber nicht in Navajo, sondern normal dreifach, also mit 3 Spulen. Das habe ich jetzt auf der ersten Spule, das ist die erste Hälfte vom ersten Kammzug und die Spule werde ich jetzt wechseln, weil A, kriege ich hier zwar noch was drauf, aber ist egal, ich will das so teilen, dass ich dann von jedem Kammzug eine Spule habe und dann die erste Mischung machen. So habe ich mir das jetzt ausgedacht. Dazu habe ich mir, wie gesagt, den Kammzug gegriffen und den teile ich jetzt in 3 Teile. Ich habe den dreifach gelegt und habe jetzt hier oben das durchgerissen. Und jetzt muss ich das auf der anderen Seite auch noch machen, um den dritten Teil zu bekommen. Hier ist ja einer schon einzeln und die anderen sind hier noch zusammen und hier muss ich das jetzt auch teilen. So, seht ihr? Und da habe ich jetzt 3 Teile. Und von diesen 3 Teilen nehme ich jetzt einen wahllos raus und packe mir die anderen beiden weg und mache mir da eine 2 ran, eine kleine, dass das der zweite Kammzug ist. So, und dieser Teil, den teile ich mir jetzt wiederum in 3 Teile. Ihr lasst das hier so dann hängen, dass ihr hier so einen Dreier habt. Seht ihr? Und dann teilt ihr das hier oben an der Stelle und müsst es dann weiter zusammenhalten und hier unten nochmal an der zusammenhängenden Stelle teilen. So, jetzt habe ich hier wieder 3 Teile. Ne? Und die 3 Teile werden aber jetzt versponnen. Ich teile die mir aber nochmal wahllos. Also ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich reiße die dann nochmal auseinander und mache von jedem Stück nochmal 3 Teile. So, hier wieder mache ich nochmal die Mitte. Ich bin ja gespannt, was da am Ende rauskommt. Nochmal 3 Teile und nochmal 3 Teile und das wird mein nächster Spinnauftrag. Das ist jetzt mein zweiter Kammzug, den ich hier in so einen Dreier geteilt habe. Das ist natürlich jetzt weniger, wie auf der ersten Spule ist. Und wie ich da weitermache, erzähle ich euch dann das nächste Mal. Ich habe wieder einen Teil versponnen. Diesen hier, der ist jetzt auf der Spule drauf. Und den Kammzug hatte ich ja durch 3 geteilt und da seht ihr, dass die Spule nicht ganz so voll ist wie die erste, aber das macht nichts. Ich lasse das trotzdem so und teile jetzt den nächsten mit euch und mache den auf die nächste Spule dann drauf, weil ich nämlich vorhabe, die dreifach zu verzwirnen und so das erste Garn zu kriegen. So, hier ist der neue Kammzug, den ich mir rausgenommen habe. Das ist also jetzt der dritte. Den habe ich jetzt so gelegt, der ist ja ziemlich lang, dass er hier, dass ich 4 Teile hier oben rausbekomme. Ne? Ihr seht das hier und hier. Liegen jetzt 4 Teile und ich teile den jetzt durch 4 und nehme mir sozusagen ein Viertel.
So, ich teile den erstmal hier. Dann habe ich hier zweimal die Hälften. Und dann teile ich ihn nochmal unten in der Mitte. Zeige ich euch gleich. Moment, ich muss das erstmal richtig die Mitte nehmen. So, hier ist jetzt meine Mitte. Und damit teile ich mir die beiden nochmal. Das ist sowieso, das ist ungefähr, aber so. Und jetzt habe ich hier vier Teile. Und davon nehme ich mir jetzt einfach wahllos einen. Und die anderen werden wieder weggepackt. Und da kommt wieder eine Nummer ran, dass das mein dritter Kammzug ist. Und das Stück hier ist jetzt mein vierter Teil. Und den teile ich jetzt wieder. In der Mitte nochmal. Und dann von dieser Hälfte auch nochmal die Mitte. So, und jetzt habe ich hier so kleine Stücken. Und die teile ich mir auch noch mal in Streifen, wie ich es bei den anderen auch gemacht habe. Den habe ich jetzt in vier Streifen geteilt. Gucke ich mal, dass ich das mit dem auch mache. So, vier Streifen. Den anderen teile ich jetzt hier wieder in der Mitte. Und mache auch von dem noch mal Streifen. Das ist meine nächste Spinnportion. Den Rest vom Kammzug wickel ich mir wieder und mache mir eine 3 dran, weil das ist jetzt sozusagen der dritte.